Hallo ihr Lieben, heute haben wir ein kleines Video für euch von unseren Cosplay-Tagen in Speyer. Viel Spaß beim Schauen! Ja, kaum in Speyer treffen wir schon auf Prominenz. Just another Star Wars Freak bei Instagram. Sag mal Hallo zu Oliver. Hey, wie geht's? Den kennt ihr aus Österreich. Noch nicht bei der Garrison, aber demnächst mit seinem Shadow Trooper. Ich bin blöd. Ja, ich weiß. Nein, Shadow Trooper. Hast du auch gerade fertig gekriegt, das Ding, ne? Ja, genau. Also es war noch ein bisschen was zu arbeiten, aber ja. Man sieht's, oder? Jetzt hast du nur noch Eintragung fertig machen und dann war's das, ne? Ein bisschen noch Alter. Am ja. Alter noch ein bisschen was schrauben und dann... Ja, noch ein bisschen warten, dann bist du auch mit bei der Garrison. Ja. Guckt auf seinem Kanal vorbei bei Instagram, Justin das aus Star Wars Freak. Ein Link findet ihr in der Beschreibung, wieder wie üblich bei uns. Ja, Bo-Katan ist auch hier. Wie sieht's aus? Rückeroberung von Mandalore? Ja, ich bin dabei. Schau mal, müsste ich jetzt mit denen ausmachen. Ja. Guckt ihr es freiwillig raus, das willst du ja nicht haben. Ich habe jetzt auf dem Endkampf rauslaufen. Ne? Ich weiß, schau mal. Na gut. Klatsch ihm ordentlich auf den Arsch, dann passt das schon. Dann gibt das Ding freiwillig. Das Ding gewinnst du schon. Schau mal. Ja, das ist halt echt spannend. Ich bin auch gefallen, jetzt wie es weitergeht. Ich kann es kaum abwarten. Also. Wir freuen uns auf die nächste Staffel auf jeden Fall. Bis dann. Ich kann es kaum abwarten. Und schon haben wir die nächste Prominenz aus der Instagram-Reihe. Wir haben einmal... Snippy Cosplay. Sunrise Costumes. Undercover Assad. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Tolle Kostüme. Wir freuen uns auf mehr heute. Wie findet ihr Speyer? Super. Ist sehr warm schon. Ja. Das ist meine Lieblingsevente. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf mehr von euch zu sehen. Ansonsten guckt bei Instagram vorbei, da findet ihr die drei. Midgard! Ich habe sie gefunden, meine Freunde. Wer mich kennt mit meinem anderen Kostüm, mit dem dezenten Tor, dem super schlanken, dem Partygott, haben wir hier meine Jungs und Mädels gefunden. Ich würde sagen, wir fangen von rechts nach links an. Natürlich mit meinem Bruder Loki! Loki! Nieder! Sterblicher! Hast du einen Instagram-Kanal? Walk of Seven Tears! Und der nächste Ant-Man! Ant-Man! Harper Comic! Mein schönes Double von heute! Eine Gott der Blitzes. Hashtag Backend an der Flashlight. Dann haben wir Black Widow. Ich glaube, mich kennt sowieso jeder. Ich muss dazu gar nicht viel sagen. Divina unterstrich Cosplay, Black Widow, neuer Film. Ja, dann haben wir Cap in seinen besten Tagen. Captain America, First Avenger. Instagram, num 1082. Captain Carter. Agent Carter, wenn ich Captain bitte Carter, war. Ich habe die neuen Folgen geguckt. Instagram-Account Pink Razor Blade. Jetzt bin ich überfragt, aber einer von den Bösen, die interessieren mich nicht. Proxima Midnight und für Thanos. Und zu guter Letzt Gamora. Ich bin dein neuer Captain übrigens, ne? Hier ist Gamora. Und damit sind wir raus, bis zur nächsten Gruppe. Vielen Dank für euch. Dankeschön. Loki, wir sind nachher zum Party machen. Die Prominenz hört nicht auf. Die Koryphäe der Star Trek-Uniform. Ihr werdet ihn kennen, wenn ihr die Star Trek-Uniform-Gruppen auf Facebook durchforstet oder halt auch bei YouTube mit seinem tollen Kanal Marc Koss. Der Marc, es ist wunderbar. Hallo. Ein gar herrlicher Tag. Was sagst du zu den Star Trek-Jungs hier heute? Ich finde es sehr schön, dass sich hier viele die Mühe geben. Ich bin ja ein Verfechter der Knieabwärtsregel allgemein, sei es jetzt im Leben oder bei Kostümen. Bringt euch weiter, ganz wichtig. Und mich stört halt immer, wenn halt du eine schwarze Jeans anhast und am besten noch weiße Socken und dann irgendwelche C&A oder Deichmann-Halbschuhe mit den Schnürsenkeln. Es wäre so einfach, ein paar billige Stiefeletten und eine schöne TNG-Hose und das geht. Kriegt man auch heute noch ohne Problem. Und ich sehe hier viele, die es wirklich einfach richtig machen und das finde ich schön. Du bist mir mein Freund, du sprichst mir aus der Seele. Das Nein. ist ein Problem seit den 90ern. Da sind wir uns einig. Wer unser letztes Video gesehen hat aus Speyer letztes Jahr, ne? Verlinkung in der Beschreibung, ebenso wie sein Kanal, Dankeschön. Der weiß, wovon ich rede. Ne? Und übrigens, wer ihn wiedererkennt, er ist der Legionär aus Rotenburg, aus der Anutopia. Centurion. Ja. Wo ist dein Imperator heute? Ja, der ist von der weiten Anreise natürlich ein wenig,
abgeschlagen gewesen. Er hängt noch bei Kleopatra, sei ehrlich. Nein, nein, die Kleopatra ist ja zufälligerweise... Ach, die hast du heute mit dabei. Ja, ja, Kleopatra ist auch... Heute als Uhura. Das Beste aus beiden Welten. Das Beste aus beiden Welten, ja. So, man kann auch Star Trek und Star Wars toll finden. Und Stargate und Babylon 5. Das kann man alles gleichzeitig geil finden. Und kombinieren, ich genau, finde es genau. Ich verstehe gar nicht, wie sich da immer irgendwelche Leute... Das ist aber besser als das, das ist mir egal. Das ist totaler Blödsinn. Ich finde alles gut. Yeah! Und damit genau. Sind wir raus, würde ich sagen. Ja, für die Anime-, Manga- und Cosplay-Szene allgemein, auch für die Gaming-Szene, haben wir hier die nächsten vier Cosplayer. Ich würde sagen, stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr, was für ein Profil bei Instagram habt ihr und wen stellt ihr überhaupt da? Fang du an. Hi, ich heiße Lisa und ich cosplaye Lisa aus Genshin Impact. Ich habe einen Instagram-Account, der heißt 80ff00. Und habt ihr auch jemanden gefunden, der auch aus dem Spiel ist? Ich bin Tony Chopper, Tony Cosplay 3 auf Instagram, Cosplay D-Look und die meisten nennen mich Chopper. Ich bin Lili, ich cosplay 9S aus Nier Automa und mein Instagram-Name ist Dr. LilX3. Ich bin Tali, cosplay ebenfalls aus Nier Automata und mein Insta-Name ist Tali-Cosplay. Super, ihr seht also, Speyer ist für alle da, nicht nur für Star Wars, Star Trek und andere Science-Fiction-Fans. Der ISB hat es geschafft. In meiner Neißigkeit habe ich meinen Baron beauftragt, mir zwei Piloten zu bringen. Und die gehen jetzt direkt in den imperialen Knast. Träum weiter. Ihr alten Terroristen. Anime die zweite. Wen haben wir hier? Wer seid ihr? Instagram-Profil. Nennt alles, haut alles raus. Also ich bin Cosplay Kemakuse aus Haikyuu. Ich bin Yonogasai. Blenden wir wieder unten ein, wer nicht mitschreiben konnte. Und bei dir? Ich bin Yonogasai und ich heiße auf Instagram German Cosplay Saul. Das kann man sich einfacher merken. Blenden wir aber auch unten mit rein. Ihr findet die ganzen Instagram-Accounts dann unten in der Videobeschreibung. Anime die dritte. Es reißt nicht ab. Wer seid ihr? Stellt euch mal kurz vor. Ich bin die Bibi Mia, oder? Ich bin Violet Evergarden. Ich bin Mika Tsumiki. Ruhig ein bisschen lauter. Raus, die ich nicht. Habt ihr Instagram-Accounts? Dann heißt es jetzt eure Zeit, in die Kamera zu sprechen. Nee. Nein? Auch nicht? Gut. Dann kommt nach Speyer, guckt euch die tollen Kostüme an. Wir machen weiter. Wir kennen. Na? Fotos machen kann. Ihr seht, ich habe mich umgezogen. Ich bin jetzt zivil unterwegs. Hier haben wir Darth Bane, mein guter Freund. Was ein. Sag mal, wie hast du das hingekriegt mit der kleinen Rüstung? Ist das 3D-Druck? Nee, das ist EVA-Schaum. EVA-Schaum. Ich finde es geil. Darth Bane, wer nicht kennt, einfach mal googeln. Total geile Geschichte. Erfinder der Regel der 2. Und wenn die da drüben nicht gleich die Musik ausmachen, dann hat ich ein Tablet zu donnern. In dem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich habe meinen Bruder getroffen. Wer What If kennt, es gibt viele Versionen von uns. Und wir sind die geilste Version von allen. Darauf ein Bier. Party! Party! Und schon haben wir das nächste mega geile Kostüm. Wer bist du? Stell dich ganz kurz vor, wen stellst du da? Ich bin der Father Lorien, ein fiktives Kostüm, zusammengesetzt aus der Schmiedin aus dem Mandalorian, aus der Mandalorian-Serie und ganz viel Eigenkerzen. Ja, dann hoffen wir, dass du gerade Arthur das Video sieht und auf das geile Kostüm zurückschreibt. In dem Sinne, wir ziehen weiter! So, das passiert, wenn man den ISB ärgert. Dann wird man nach Mimbahn versetzt. Dann muss man im Schlamm wühlen und solche Sachen. Aber es gibt gutes Zeug zum Rauchen. Ja, ich sag meinem alter Ego Bescheid. Wenn ich morgen wieder in Weiß bin, vielleicht werde ich dich versetzen lassen auf den Todesstern. Das kann dich da vernünftig anziehen. Ja, aber bitte lass ihn dann doch wieder mit den anderen in die Luft sprengen. Du kommst auf den Todesstern 2, mein Freund. Der fliegt aber auch in die Luft. Das weißt du doch auch gar nicht. In diesem Sinne, wir ziehen weiter. Tschüss.
Für die Freunde des klassischen Science-Fiction haben wir heute aus Kampfstern Galactica die Zylonen für euch. Geil, geil, geil. Wann kommt der Badestern? Wann kommt ihr zur Party? Du weißt, ich kann Blitze schießen. In dem Sinne, wir ziehen weiter. So, Governor Price haben wir jetzt hier für uns. Governor, ich habe Midgard so ein bisschen hart gefeiert. Wir brauchen einen neuen Planeten. Wie sieht's aus mit Losel? Gibt's das Ding noch? Nehmt das Ding, ich brauch die Scheiße nicht. Ja, wir haben einen neuen Partystandort. Und schon wieder, das Talon, der Traum einer schlaflosen Nacht, wenn man stellenweise hat. Extended Universe. Guckt's euch an. Einfach nur schön. Alte Weile angezogen. Ja. Ich habe das Video geliebt mit Darth Maul. Kennst du das? Ja. Das ist sehr cool. Leckt für mich am Lichtschwert. Das ist der Hammer. Das war geil. So, in dem Sinne, wir ziehen weiter. Wir müssen noch mehr Leute sehen. Viel Spaß noch. Viel Spaß ebenso. Macht's gut. Wir haben hier Mandalorianer. Wir haben die Schmiedemeisterin. Schmiedemeisterin. Mein Hammer ist größer als deiner. Kann man damit auch Beskar schmieden? Nee, der ist zu scharf. Der ist zu scharf, das ist schlecht. Du kannst aber auch drehen. Ich würde sagen, ich klöppe mir jetzt eine Rüstung zusammen, mache so ein bisschen Lehrstunde mit der guten Frau und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Senatsgarden sind aufgetreten. Wo hast du den Kanzler gelassen? Du, pass auf, ich habe da einen Tipp für dich. Das sollte ich in Sith eingeschlichen haben. Ich würde sagen, such ihn mal, mein Freund. Jawohl. Bis dahin, viel Spaß. Ja, BB-8, geil, dass du auch hier bist. Sag mal, wie findest du Speyer? Spitze! Ja, Vater und Tochter vereint, Isan und Armand. Nur Armand wurde leider Gottes ein bisschen mit weniger Haar gesegnet, aber ich muss ja auch mal zum Friseur. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin schon ein bisschen darüber erzürnt, dass du einen Sternzerstörer gekriegt hast und ich nicht. Ja, nee, das ist nur Galaxy. Das ist ein Arschloch. Ich hab's erkannt. Wo ist das Perry? Wo ist das Perry Air? Perry Air ist aus. Dann nimm eine Nase Bier. Ja, der Tag ist gerettet. Ah, schon stehen die Augen gerade. Ja, in dem Sinne, wir ziehen weiter. Skeletor, wo ist He-Man? Hey, warte!